Unser vierter Bettenturm hat knapp an die 20.000 Quadratmeter neue Fläche als Gesamtfläche, davon Nettonutzfläche mit knapp 10.000 Quadratmetern. Wir werden später einen kompletten Zweibettzimmer-Standard für das ganze Klinikum am Bruderwald etablieren und anbieten können. Im neuen Bettenturm sind nur Einzelzimmer und Zweibettzimmer. Einzelzimmer in der Wahlleistungsbereiche, Zweibettzimmer in der Regelleistung, in den Regelleistungsbereichen. Dann haben wir in allen Patientenzimmern moderne Heiz- und Kühldecken eingebaut. Das ist funktionieren über Kapillarwirkungen in der Decke mit entweder heißem oder beziehungsweise kaltem Wasser von der Heizungsverteilung aus. Und die können die Räume so zwischen 2 bis 4 Grad im Sommer bei den Temperaturen herunterkühlen. Hinzu kommen außenliegende Rollos und Verschattungen an dem ganzen Gebäude, an allen Fenstern, nord- und südseitig, sodass wir ein angenehmes Raumklima schaffen können für die Patienten. Wir haben spezielle Böden verlegt, die sind auch demenzfreundlich von der Farbgebung her, Marmorierung her, dass eben auch gerade Patienten mit Demenz, ältere Menschen sich hier auch wohlfühlen können, sich gut zurechtfinden können. Als Besonderheit haben wir auf Ebene 2 und 4, das ist einmal Kinderpsychosomatik, einmal integrative Medizin und Naturheilkunde, spezielle Echtholz-Fußböden, Echtholz-Parkettböden, Eicheparkett, was die ganzen räumliche Gestaltung natürlich sehr hochwertig wirken lässt und eben auch gerade für die beiden Anwendungsbereiche sehr positiv für die Patienten, die positive Stimmung für die Patienten bewirkt.